Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Shelia Stevens von ShelliaStevens.com, wo wir Experten und Solo-Unternehmer beibringen, wie sie sich auf dem Markt positionieren, mehr Kunden gewinnen und ihr Business online bringen. Und in dem heutigen Video-Blogbeitrag möchte ich einem Aufruf folgen von Nicole Baylor. Sie hat gerade eine Blogparade gestartet unter dem Motto Anerkennung. Und Nicole hat mich dazu eingeladen, beizutragen zu irgendeinem Thema, die zur Anerkennung passt. Und mit diesem Video möchte ich Ihren Wunsch nachkommen. Nicole, das ist für dich. Tut mir leid, dass ich nicht das wunderschöne Mittelmeer hinter mir habe, wie du dir gewünscht hast, aber die Bauarbeiter sind draußen und deswegen bin ich in der Küche. Heute möchte ich zum Thema Anerkennung einen Blick richten auf ein Thema, was ich immer wieder in Coachings mit meinen Kunden sehe, aber auch bei mir selber. Nämlich die Tatsache, dass egal, ob wir einen großen Wunsch nach äußerer Anerkennung haben oder ob wir eine sehr starke interne Referenz haben und gar nicht so viel Lob von außen brauchen, dass wir Solo-Unternehmer, Kleinunternehmer, vor allem wir Frauen, tendieren häufig dazu, uns selbst zu wenig Anerkennung zu geben. Vielleicht kennst du das auch. Ich erzähle das anhand eines Geschichtes und schau mal, ob du dich damit identifizieren kannst. Letzte Woche habe ich mich online am Donnerstag zu einem Coaching verabredet auf Skype mit einer neuen Kundin, eine ganz tolle Kundin. Und sie ist dann da gewesen und ich habe gesagt, so, was ist neu, was ist gut, wofür erkennst du dich an? Und sie hat begonnen zu erzählen über eine neue Gelegenheit, eine geschäftliche Chance, die sich in den 2 Wochen zwischen unseren Terminen geschehen ist, passiert ist. Und sie hat gesagt, da ist jemand zu ihr gekommen von einem großen Unternehmen, was genau ihre zukünftige Zielgruppe darstellt. Und sie haben sie angefragt, als Interimsmanager zu arbeiten, genau auf dem Gebiet, wo sie selber zukünftig tätig sein möchte. Das ist eine riesige Chance für sie, weil sie da extrem viel Erfahrung sammeln kann und auch einige Thesen testen kann hinsichtlich ihrer Zielgruppe und ihrer Bedürfnisse. Und als sie erzählt hat, habe ich gemerkt, sie hat vielleicht das Gefühl, dass das eher ein Zufall ist, dass er auf sie zugekommen ist oder dass sie einfach ein großes Glück hatte. Und ich konnte merken, dass sie sich selber nicht dafür anerkannt, dass sie den Weg geebnet hat. Und als ich ein bisschen nachgebohrt habe und gefragt habe, ja, aber was hast du getan, damit das werden konnte, damit das geschehen konnte, hat sie begonnen zu überlegen. Und dann habe ich schon gemerkt, dass sie einige Antworten habe. Ich nenne nur 3. Zum einen hat sie vorher schon wochenlang strategische Überlegungen angestellt und hat sich gefragt, wo ist genau meine Expertise? Welche Probleme löse ich eigentlich? Wie spreche ich darüber? Wer ist meine Zielgruppe genau? Dieses Match auch von dem Namen ihrer Firma. Sie hat sich wirklich detailliert überlegt, in welche Reihenfolge die Wörter kommen, damit sie sie besser finden über die Keyword-Suche, zum Beispiel auf Google oder in Xing. Also sie hat schon selber sehr viel dazu getan. Zweitens hat sie eine Xing-Seite gestaltet, wo all diese Überlegungen artikuliert worden sind von ihr, wo sie zum Tragen gekommen sind, wo das dastand, klipp und klar und verständlich. Und eine dritte Sache, die sie benannt hat, ist, dass sie zu einer Networking-Gruppe gehört. Dort ist sie einen ganzen Weg nach Spanien geflogen, um an einem Netzwerktreffen mit dieser Networking-Gruppe teilzunehmen. Und dort ist sie auf eine Person gestoßen, die sie gefragt hat, was machst du? Und weil sie diese Überlegungen angestellt hat, weil sie das artikuliert hat im Vorhinein, konnte sie klar sagen, wer ihre Zielgruppe ist, wem sie hilft, womit, wie, welche Resultate sie erreichen. Diese Person hat wiederum in Deutschland wieder angekommen, mehrere Wochen später jemanden getroffen, den sie kannte, der diese Interimsmanager gesucht hat. Und als er das erwähnt hat, hat sie meine Kundin erwähnt als mögliche Person, die die Rolle erfüllen könnte. Er ist wiederum auf die Xing-Seite gegangen und so weiter und so fort und hat mit ihr Kontakt aufgenommen. Siehst du, was ich dir sagen will? Meine Kundin hat jede Menge hinzugetan, viele Puzzleteile in place gelegt, sodass das große Gesamtbild entstehen konnte.
Denn natürlich ist es so, dass wir nicht alles selber kontrollieren. Wir haben teilweise auch viel weniger Kontrolle über die Sachen, wie wir meinen. Es kommen natürlich äußere Einflüsse, aber ich sage immer, wir arbeiten in Co-Kreation mit dem Universum, mit allen anderen, mit denen wir verbunden sind. Und gemeinsam, wenn wir unseren Teil beitragen, passieren Dinge, passieren wunderbare Dinge. Und plötzlich hat sie das gesehen und ihr Gefühl, ihre Einstellung war plötzlich anders. Sie ist ein bisschen größer, hat sie sich aufgerichtet. Sie hat gesagt, ja stimmt, das habe ich gemacht. Ich darf darauf stolz sein. Ich habe meinen Teil von dem Ganzen gemacht. Und mit diesem guten Gefühl sind wir dann in das Coaching gegangen. Meine Frage und auch vielleicht eine Hausaufgabe an dich, wenn du es annehmen möchtest, ist, dass du auch schaust, wo in deinem Leben, wo in deinem Geschäft, wo du das Gefühl vielleicht hattest oder noch hast, dass Dinge nur per Zufall oder per Glück geschehen sind, wo hast du deinen Teil beigetragen? Und erkenne dich dafür an. Und vielleicht einen letzten Tipp, den ich gerne an mich selber für mich selber einsetze, aber für dich auch jetzt auf den Weg geben möchte, ist, dass du das vielleicht sammelst. Siehst du diesen Korb hier? In diesem Korb ist noch leer. Es steht vielleicht da ein Behälter, was du bei dir zu Hause hast. Irgendwas total Schönes. Vorhin hatte ich Zitronen hier drin. Und vielleicht, wenn du solche Situationen erkennst und dir anerkennst dafür, für etwas, was du getan hast, einen Beitrag geleistet hast, dass du das aufschreibst oder ein Bild dafür stellvertretend in den Korb stellst. Und nicht nur das, vielleicht ist es auch eine Sache, wo ein Kunde von dir eine besonders tolle Erfahrung mit dir gemacht hat, dir eine schöne E-Mail geschrieben hat. Drück das aus, tu das in deinen Korb. Und was wäre, wenn du in der nächsten Woche oder vielleicht in den nächsten 2 Wochen oder einen ganzen Monat immer wieder in deinen Korb greifst, jeden Morgen, und dich anerkennst dafür, dass du deinen Beitrag geleistet hast, mit uns allen. Das fände ich sehr schön. So, das war das Thema Anerkennung, liebe Nicole. Danke für den Aufruf zur Blogparade. Wenn du als Zuschauer gerne mehr solche Strategien und Videotipps erhalten möchtest von mir, geh auf meine Homepage unter shellyastevens.com. Dort findest du ein Top 10 Tools for Business und for Online Business. Das kannst du herunterladen. Dann wirst du automatisch eingetragen, um alle 2 Wochen diese Videostrategien und Tipps von mir zu erhalten. Ich freue mich sehr, wenn du zu uns kommst in unsere Community von Gleichgesinnten, Experten und Solopreneure. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss!